Hallo, hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich nutze jetzt gerade mal Liams Mittagsschlaf und räume hier sein Zimmer auf. Hier sieht es aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen, wirklich. Eigentlich wollte ich mit euch Liams Kleiderschrank aussortieren, umräumen. Ja, aussortieren eben hier. Deshalb habe ich auch die Kartons vorbereitet und diese Aufbewahrungsmöglichkeit. Aber so wie es hier aussieht, muss ich wirklich mal so einen Rundumschlag machen. Und nachdem ich weiß, dass ganz, ganz viele diese Videos sehr gerne schauen, da ihr da Motivation bekommt, habe ich mir gedacht, lasse ich die Kamera mitlaufen. Ich hoffe, dass es euch gefällt. Hier mal ein kleiner Einblick, wie es aussieht. Ja, wie gesagt, eine kleine Bombe hat eingeschlagen. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Video. Mal schauen, wie viele Etappen ich einlegen muss, wie lange er jetzt schläft. Aber das soll jetzt nicht euer Problem sein. Wir starten durch ins Video. Ganz viel Spaß und los geht's! I won't make it easy for you now. You got 2 minutes of my time. I don't really break too easy, but I'm worth it, cause I'll slip into your dreams tonight. Oh, so give me your all. I'll take it to Mars. Oh, I'll stick like glue inside your mind. Oh, so give me your all. I'll take it to Mars. Oh, I'll stick like glue inside your mind. Just watch me. So, der Liam ist jetzt natürlich wach, war ja klar. Habe ich mir schon gedacht, dass das nicht so lange gut geht. Jedenfalls ist er jetzt gerade unter seinem Spielbogen und ich mache es jetzt einfach so, dass ich alles von hier, also was auf der Wickelkommode ist, ins Bettchen packe. Hier den Boden sauge und wische und euch dann nochmal dazu hole, damit die Videosequenzen nicht zu lange werden und nur mit Musik unterspielt werden. Ich denke, das Ganze ist interessanter, wenn wir da drüben sind. Beim Kleiderschrank und genau, so machen wir es jetzt einfach. Ich nehme euch jetzt noch ein ganz kleines Stück mit, hier, bei dieser Arbeit und dann gehen wir rüber zum Kleiderschrank. Jawohl, so machen wir es. Oh Menno, schaut mal, das ist mir gerade runtergefallen. Oh Mann, das mochte ich doch so gerne. Aber gut, jetzt muss es leider weg. Der Teil ist jetzt gemacht. Ich zeige euch dann natürlich das Ergebnis. Jetzt kommen wir, wie gesagt, zum Kleiderschrank. Und ich denke, jetzt wird es ein bisschen emotional, denn einige Schätze passen leider nicht mehr, so wie es eben bei Babys ist. Die wachsen ja total schnell. Und deshalb, ja, wird es ein bisschen emotional, weil da zum Teil schon auch viele Erinnerungen dran hängen, weil die ja auch noch von den Jungs sind, die Sachen. Zum Teil habe ich ja ganz viel aufgehoben. Und ja, jetzt bin ich mal gespannt, wie der Kleiderschrank dann aussehen wird im Endeffekt. Hier, dieses Teilchen habe ich auch noch gekauft, sowie diese anderen Aufbewahrungsmöglichkeiten. Eigentlich habe ich noch was anderes gesucht mit so Fächern, aber das war ausverkauft. Das gibt es erst wieder im September. Aber ihr bekommt ja immer mal wieder ein Update von mir. Und deshalb schauen wir jetzt einfach mal, wie der Kleiderschrank dann im Endeffekt aussehen wird. Ich mache den jetzt mal auf, hole euch ein Stück näher. Moment. Da, 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 da. Hier hinten sind die ganzen Sachen, die nicht mehr passen. Also die habe ich ganz nach da hinten verfrachtet. Hier sind so die Sommersachen. Hier ist auch sein Taufkleidchen zum Beispiel. Neue Bodys. Das hat er an der Hochzeit angehabt. Ja, das habe ich ganz neu gekauft bei Steif. So sieht das aus. Und ja, die Jäckchen passen zum Beispiel nicht mehr. Sehr, sehr schade. Und ich mache das immer so, dass ich die Klamotten so hinlege und drapiere. Wie gesagt, ich möchte jetzt ein bisschen ein neues System
mal beginnen, mal schauen, wie gut es klappt. Ja, werden wir jetzt einfach mal sehen. Und ja, jetzt schauen wir einfach mal. Genug gequatscht, jetzt wird aussortiert. Ja, ich versuche so ein bisschen in die Länge zu ziehen, ne? Ihr merkt schon, weil ich nichts raustun will. Aber das muss ich jetzt machen. Also, dann starten wir, ne? Dann starten wir durch. Hilfst du mit? Hilfst du mit? Oder hast du keine Lust? Machst du Chaos, ne? So, also, ich mache euch mal ein bisschen niedriger. Die Pampers-Kartons hatte ich übrigens auch aufgehoben, weil ich da dann eben die Sachen reinmache, die nicht mehr passen. Die Sommersachen, die muss ich dann erst nochmal durchschauen. Packe ich jetzt erstmal hier rein. I finally stop running now. With you I found my peace somehow. Und das sind, wie gesagt, die ganzen Sachen, die nicht mehr passen. Das hier zum Beispiel ist noch von Moritz. Diese Max-Hose, die hat er Liam tatsächlich auch getragen. Also die haben wir nochmal genutzt. Oder zum Beispiel dieses hier. Das hatte der Liam im Krankenhaus an. Total süß. Ja, das muss jetzt leider weg. Und die müssen auch komplett weg, die Sachen. Schade. Jetzt haben wir es aber gleich. Ach, und das hier zum Beispiel, die Hose. Da haben mich auch auf Instagram ganz viele gefragt, wie es denn sein kann, dass die Sachen noch so gut aussehen nach 15 Jahren. Das hatte ich nämlich tatsächlich auch dem Moritz gekauft mit dem passenden Oberteil von Esprit. Hatte ich euch eben, wie gesagt, auch auf Instagram gezeigt. Aber die Babys, die tragen das ja nicht so oft. Und ja, das sind so Schätze, die ich eben, ja, in Ehren halte und deshalb auch noch so gut aussehen, ne? Also, der Liam, der ist ja jetzt auch schon so ein bisschen Karotte. Da sehen die T-Shirts auch nicht mehr so fresh aus. Okay, geschafft. So, jetzt wische ich das noch schnell aus und dann wird aussortiert. Oh mein Gott. Und jetzt geht es diesen Sachen hier an den Kragen. Hier sind übrigens die ganzen Hosen. Die Hose hier zum Beispiel sieht so aus. Mit dem Oberteil hier. War noch vom Gianluca. Ja. Und das passt dem Liam aber noch, deswegen bleibt es auf jeden Fall hier. Jedenfalls hatte ich jetzt hier die ganzen Oberteile. Hier sind Pullis, die werden jetzt auf jeden Fall noch im Herbst dann passen. Die bleiben noch und hier sind auch noch ein paar dicke Sachen. Da muss ich mal gucken, was jetzt dann noch passt. Und ja, ich bin jetzt erstmal ein bisschen beschäftigt hier, ne? Das sind die neuen Sachen, die passen auf jeden Fall noch. Die habe ich ihm total gern angezogen, die passt jetzt aber leider nicht mehr. Ja. Und das Jäckchen ist auch total süß. Das ist von Tumble and Dry. Ja, das hat er leider noch gar nicht angehabt, weil es einfach noch zu groß ist. Aber jetzt für den Herbst wird es dann mit Sicherheit ideal sein. Das hat er ganz oft angehabt, das Jäckchen hier. Das hatte ich euch schon mal in einem Vlog gezeigt. Das ist auch ganz neu. Und ja, okay, dann bin ich jetzt erstmal beschäftigt. Ach, und das hat er an seiner Taufe angehabt, ja. Also die Sachen müssen jetzt leider weg. Die sind zu klein. Ich habe die Sachen, die jetzt hier unten waren, einfach mal ganz kurz hier hoch, weil ich euch diese Aufbewahrungsteile hier nochmal zeigen wollte. Und zwar habe ich hier die Strumpfhosen und hier die Söckchen. Die muss ich jetzt allerdings alle aussortieren. Also auf jeden Fall schon mal die Strumpfhosen, denn die werden mit Sicherheit nicht mehr passen, wenn es dann kälter wird. Ansonsten kaufe ich immer diese Kleiderbügel hier bei Amazon, hatte ich euch, glaube ich, auch schon mal gezeigt, kann ich euch gerne verlinken, finde die super von der Qualität, mir gefallen sie total gut, ich finde die sehr stylisch und ich klebe dann zusätzlich immer noch mal so einen Stern hier drauf, damit es noch ein bisschen, ja, kindgerechter aussieht, die habe ich auch bei Amazon gekauft, wie gesagt, kann ich euch gerne mal verlinken und ich mache jetzt hier weiter. Und jetzt kommen diese vielen kleinen Teile leider auch schon wieder weg. Das macht mich total traurig. Aber ich bin so froh, dass der Liam ganz viel von seinen Brüdern auch getragen hat. Also, dass ich das aufgehoben habe. Unter anderem zum Beispiel dieser Pyjama hier. Den hat tatsächlich auch schon der Max getragen. Also ist er fast 20 Jahre alt. Oh mein Gott. Diese Sachen werden auf jeden Fall in Ehren gehalten. Also die kommen auch auf gar keinen Fall weg. Das zum Beispiel hier hatte ich auch damals den Max gekauft. Das ist von Minimax.
Und ja, das war halt dann total süß, dass der Liam das auch getragen hat. Das hier wird auch nicht wegkommen. Das ist ganz neu gewesen. Das haben wir von unserem Autohaus geschenkt bekommen. Und das sind, wie gesagt, so die Sachen, die auf jeden Fall in Ehren gehalten werden. Das ist übrigens das T-Shirt passend zu der Hose, die ich euch vorhin gezeigt habe. Also das ist auch schon 15 Jahre alt tatsächlich. Ich gehe jetzt nicht auf alles ein, denn sonst wird das Video 100 Stunden lang, das möchte ich natürlich auch nicht, aber wie gesagt, ich habe einiges von den Jungs noch aufgehoben und das wird jetzt auch tatsächlich auch, ja, nicht weggeworfen, sondern wenn die Jungs dann größer sind, dann bekommen sie es vielleicht irgendwie mit. Keine Ahnung, mal schauen. Das kann ich einfach nicht weggeben, ne? Und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn der Karton voll ist. Let go of every thought that was holding me back. Yeah. I'm in love with you in every way. Schaut mal, die Mütze hier zum Beispiel, die hatte ich dem Lissandro gekauft. Und die hatte der Liam tatsächlich auch auf. Total süß. Ja. Und jetzt kommt's wieder weg. So, meine Lieben, ich bin jetzt fertig mit dem Kleiderschrank. Ich habe alles aussortiert, neu eingeräumt. Ich habe das tatsächlich schon einige Wochen vor mir hergeschoben, wie es immer so ist. Es sind dann 10.000 andere Sachen, die wichtiger sind. Aber jetzt bin ich total froh, dass ich es erledigt habe. Ich bin auch nicht zu 100% zufrieden, denn ich wollte eigentlich eine andere Aufbewahrungsmöglichkeit. Aber wie gesagt, die gibt es jetzt leider noch nicht. Ich nehme euch dazu auf jeden Fall noch in den weiteren Videos mit. Wir machen dann einfach ein kleines Update. Jetzt zeige ich euch erstmal den Kleiderschrank und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. Und so sieht es jetzt aus, das aufgeräumte Zimmer vom Liam. Ich denke, man kann einen großen Unterschied schon am Bettchen zum Beispiel feststellen. Und zwar hatte ich das ja überwiegend so als Ablage verwendet, weil er ja noch nicht darin schläft. Aber jetzt habe ich es wieder richtig schön gemacht mit dieser wunderschönen Decke. Ich bin total verliebt. Also die ist wirklich so, so schön. Hier mit seinem Namen, die ist von Stoff, die Decke. Ich glaube, die hatte ich euch auch mal in einem Vlog gezeigt. Also die ist richtig, richtig schön. Auch farblich passt das jetzt alles wunderbar dazu. Diese Girlande, da habe ich jetzt hier noch aufgehängt, da habe ich ihm noch sein Löwe rein, seine Kissen und auch hier drüben bei der Wickelkommode hat sich einiges getan, also jetzt sieht es wieder ordentlich aus. Wenn ihr übrigens wissen möchtet, wie ich das Ganze angeordnet habe, dann lasst mich das sehr, sehr gerne wissen, also in den Schubladen, dann mache ich euch sehr gerne ein Video dazu. Schreibt mir das einfach in die Kommentare und ansonsten habe ich jetzt hier wieder ein frisches Tuch drauf. Ich habe zwei Stück davon, einfach ja zum Wechseln, wenn das eine eben schmutzig ist. Ich mag es super gerne, wegen der goldenen Punkte, weil die eben hier auch nochmal an der Wand sind. Die liebt er ja total, der Liam. Und hier drüben hat er seine Pflegeprodukte, einfach ja Feuchttücher, fürs Gesicht die Creme, dann habe ich hier die Pflegelotion, ein Massageöl, das verwende ich in meinem Wechsel morgens, Windeln, dann eine Creme für den Windelbereich, hier diese Waschlappen und noch so ein paar andere Produkte. Und hier drüben hat sich jetzt soweit eigentlich nichts getan, bis auf das, dass ich halt sauber gemacht habe. Den Windeleimer, den liebe ich ja über alles, habe ich euch auch schon oft erzählt. Kann ich euch auch sehr gerne mal verlinken. Da oben drauf habe ich auch alles sauber gemacht. Da hat sich auch nicht so viel getan. Und ansonsten ist hier noch seine Garderobe. Da ist einiges weggekommen, weil es eben nicht mehr gepasst hat. Ich zeige euch noch das Eck hier. Das habe ich eben auch sauber gemacht, aber da hat sich auch nicht so viel getan. Und jetzt gehen wir aber wirklich rüber zum Kleiderschrank. Und da ist er, Liams Kleiderschrank. So sieht der aus. Ich habe ihn euch ja schon in der Roomtour gezeigt und habe euch auch gesagt, dass ich mich für den dreitürigen entschieden habe, weil ich aus Erfahrung weiß, dass sich einfach unglaublich viel ansammelt. So sieht das Ganze jetzt mal im Überblick aus. Hier habe ich diese Aufbewahrung hin. Da sind die ganzen T-Shirts, kurze Hosen, da hinten sind die Bodies, die Sachen, die er jetzt im Moment trägt. Dann habe ich hier die Langarm-Sachen einfach aufgehängt, die Sachen, die ihm jetzt auch wirklich passen. Ansonsten sind hier Sachen drin, die noch zu groß sind. Hier habe ich seine Pyjamas drinne. Da hinten habe ich eine kleine Erinnerungsbox. Hier ist auch noch eine Erinnerungsbox und zwar sind es die Bodies, die ich ihm total gern angezogen habe, die jetzt aber leider zu klein sind, aber ich kann den Karton noch nicht wegpacken. Ja, ist auch ein bisschen komisch. Jedenfalls sind dann hier noch Tücher drinne, also Halstücher, die er braucht jeden Tag. Hier sind ein paar kleine Schüchchen, die hat er geschenkt bekommen von seiner Taufpatin. Die passen jetzt natürlich noch nicht. Und hier ist noch ein Halstuch. Ansonsten habe ich hier unten jetzt noch eine Decke reingelegt. Die ist auch von Stoff. Die ist allerdings von der Bella. Die habe ich jetzt noch nicht raus, weil ja die Bella hart und da wollte ich jetzt einfach noch nicht, dass die schmutzig wird. Hier sind Sachen drinne, die ihm noch zu groß sind. Und hier habe ich zum Beispiel auch noch einen Schlafsack. Der ist ihm auch noch zu groß. Und die Sachen, die sind noch von seinem Bettchen.
Ja, ich würde mal sagen, da hat sich doch einiges getan. Ich weiß aber allerdings auch, dass die nächste Aussortieraktion nicht lange auf sich warten lässt. Aber jetzt bin ich ganz zufrieden, dass ich es gemacht habe. Da drüben habe ich übrigens die Sachen drin, die ihm noch viel zu groß sind. Auch noch von den Jungs, habe ich euch jetzt gar nicht gezeigt. Aber da ist alles eigentlich recht ordentlich aufgeräumt. Aber die Sachen passen ihm, wie gesagt, nicht. Und ja, so sieht das Ganze jetzt aus. So, meine Lieben, für mich geht es jetzt in die nächsten Kinderzimmer. Ich mache jetzt aber die Kamera aus. Falls euch solche Videos gefallen, lasst mich das sehr, sehr gerne wissen. Ich hoffe, dass euch dieses Video hier gefallen hat. Vielleicht konnte ich euch ein bisschen inspirieren. Abonniert am besten kostenlos diesen Kanal, dann verpasst ihr auch keine Videos mehr von mir. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag oder Abend. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!